Das, was ich hier in den Händen halte, ist der sogenannte Personalausweis der BRD. Das ist etwas insofern Besonderes, als es in der Republik Österreich so etwas im Prinzip gar nicht gibt. Da hat der Führerschein die Funktion, die in der BRD der Personalausweis hat. Und die Schweizer nennen diesen Ausweis Identitätskarte. Und das ist ein erheblicher Unterschied. Auch Amerikaner und andere sprechen hier von einer Identitätskarte. Das heißt, hier wird die Identität einer Person bestätigt. Und wenn man einen Personalausweis hat, fragt man sich natürlich, wessen Personal man eigentlich ist. Denn die Bezeichnung deutet darauf hin, dass es ja offensichtlich irgendjemand gibt, für den man hier arbeitet und dessen Personal man ist. Ein weites Feld, ein spannendes Feld, an dem an dieser Kleinigkeit eine Menge an anderen Themen dranhängen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde im Alpenparlament. Ich begrüße Peter Fitzek ganz herzlich. Neue Deutschland, du wirst gleich erklären, was sich dahinter verbirgt. Diese Einstiegsformulierung führt mich zu der Frage, weil ich bei dir gelesen habe, dass du ein solches Teil nicht mehr besitzt und dich quasi aus dieser Personalbezogenheit in der BRD verabschiedet hast. Wie kamst du erstmal ganz ursprünglich auf die Idee zu sagen, da stimmt irgendetwas nicht und ich ziehe mich da raus? Und wie war die Reaktion? Ja, also das ging nicht gleich damit los, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte kein Personal mehr sein oder ich hole mich aus dem System oder sorge dafür, dass ich vom System gar nicht mehr erreichbar bin. Eigentlich habe ich gesehen, dass es überall Missstände gibt. Diese Missstände, dachte ich, gilt es zu beseitigen, aber man kann sie nicht dadurch beseitigen, indem man gegen etwas ist, sondern es kann sich nur etwas ändern, wenn man sich für etwas Neues einsetzt. Und ich habe auch mal in den Zeiten des Anfangs in der Hinsicht probiert, gegen das System etwas zu unternehmen, habe dann aber gemerkt, dass ich damit unendlich viel Energie verschwende und dann irgendwann völlig aufgehört, weder zu demonstrieren, noch Unterschriften zu leisten, noch sonst irgendwelche Dinge zu tun, sondern habe ausschließlich mich darauf konzentriert, was kann ich Neues tun, was kann ich Positives tun. Und ich sage mal, ich begreife die Welt auf eine Art, dass ich sage, wir haben ja ein Spielfeld zur Verfügung gestellt bekommen. Dieses Spielfeld ist ein polares Spielfeld. Wir als Individuen können selbst aussuchen, welche Seite Polarität wir uns annähern wollen. Und das alles, was hier geschieht, sind meistens Egofindlichkeiten von Menschen. Das Individuum hat beschlossen, sich über die Natur zu erheben, über die Gesetze Gottes zu missachten, könnte man so sagen will, beispielsweise im Gesetz der Entwicklung, und braucht dementsprechend natürlich auch Hilfe. Und innerhalb dieses Spielfeldes habe ich bemerkt, dass die meisten Menschen den Weg des Egos und der Angst wählen. Und so habe ich mir dann irgendwann gesagt, das kann ja kein sinnvoller Weg sein und habe praktisch angefangen, eigentlich Unterricht zu geben in spiritueller Hinsicht. Dass ich erstmal Menschen gesucht habe, die mit mir gemeinsam eine größere Gemeinschaft aufbauen können. Denn wenn man sich alleine aus dem System verabschieden möchte, das haben mir viele Menschen schon gemacht, haben sie sehr viel Schwierigkeiten aufbekommen. Ja. Kriegen sie immer auf die Mütze im Prinzip, ja. Weil alleine ist man leicht zu demontieren. Und so habe ich gesagt, ich muss erstmal anfangen, am Bewusstsein der Menschen zu arbeiten. Habe dann angefangen, ganz viele Seminare zu machen, im Prinzip über Bewusstseinsentwicklung, und habe dann bemerkt, dass ich vielleicht sagen, du hast 80% aller Menschen, die auch sich mit diesen Inhalten beschäftigen, kommen trotzdem nicht zum Tun und zum Handeln. Aber die 20%, mit denen ich dann arbeiten konnte, da hat sich dann langsam etabliert so etwas wie eine Gemeinschaft. Und dann habe ich angefangen, im Prinzip die Dinge expandieren zu lassen und habe mich angefangen zu engagieren, beispielsweise in Regionalgeldinitiativen, weil ich bemerkte, dass unser Geldsystem zwingend dazu führt, dass wir untereinander in Konkurrenz treten, dass wir uns zwingend verschulden, dass es keine Möglichkeit aus dem System gibt, auszuweichen, es sei denn, man gibt sich selbst ein neues. Und so habe ich halt immer überall geschaut, was für Möglichkeiten gibt es, auch für rechtliche Möglichkeiten gibt es, um bei diesem System im Hamsterrad nicht mitzumachen, sondern zu sagen, ich schaffe eine neue Art von Gemeinschaft, die völlig anders funktioniert als das System, was wir jetzt haben. Und denn meckern bringt ja gar nichts. Also habe ich mich dann engagiert in Regionalgesetzinitiativen und habe dann bemerkt, in diesen Gruppen, dass die dort auf demokratische Art miteinander umgehen. Und ich habe dann bemerkt, dass meine Ideen bald ein Jahr gebraucht haben, ehe sie zu dem Bewusstsein der Leute vorgedrungen sind. Und ich habe dann bemerkt, dass ich diese Art der Organisationsform nicht wählen kann, weil ich dann nie zu Potte komme. Was zu lang dauert, einfach auch Richtig. vom Prozess her, Völlig richtig. Ja, weil ich sag mal so, in solchen Gremien sitzen dann 10 Leute, davon haben vielleicht 2 ja Ahnung und 8 haben eben keine Ahnung, ja. Und die 8 müssen erstmal überzeugt werden. Das kostet unendlich viel Energie. Also habe ich mir irgendwann gesagt,
Ich lasse einfach diese Leute hinter mir und mache die Dinge einfach. Leite Menschen an, die Dinge so zu tun, wie ich mir vorstelle, dass es den Schöpfungsgesetzen entspricht. Und da schaue ich halt immer auf die Schöpfung, wie die Schöpfung funktioniert. Und da herrscht überall kein Mangel, aber in unserer menschlichen Gesellschaft hast du überall Mangel. Also frage ich mich, wie kann man die Gesellschaft so organisieren, dass gar kein Mangel herrschen muss? Alles, was ist versorgt, das sonst alle. Warum uns Menschen nicht so? Ne? Und das liegt an unserem eigenen Ego, wie ich schon sagte. Ja. Also habe ich beim Aber Geld angefangen? du hast dich aber jetzt, bevor wir zum Geld kommen, schon aus den Zwängen und aus den Strukturen dieses Staates verabschiedet. Also ich kann ja mal darüber ein bisschen vorgreifen und Ja. sagen, wo ich jetzt schon bin. Da, wo ich jetzt bin, ist, dass ich nicht erreichbar bin von niemandem. Ich bin ein mit Naturrecht ausgestatteter Mensch im Prinzip, wo die Richterin selbst zu mir sagt, also Herr Fitzek, wir können Sie ja nicht mehr laden. Was machen wir denn jetzt? Da sage ich, Ach, das ist doch was eigentlich haben Sie denn nett. da? Sage ich, Frau Breisner. Dann sagt sie zu mir, na, ich habe hier noch eine Ordnungswidrigkeitssache. Da sage ich zu ihr, na, ich weiß gar nicht, ob ich mich auf Ihre Sachen da einlassen möchte. Dann sagt sie, das ist wegen dem Laden. Ach, ich sage, wie in unserem Laden, der seit 2 Jahren keine Gewerbeanmeldung hat, in der Innenstadt von Wittenberg. Ja, gesagt, sagt sie. Ach, ich sage, na, das möchte ich doch im Prinzip. Das Verfahren ist gestern erst geführt worden. Ja. Ja, das möchte ich doch, sage ich dann. Dann fragt sie mich, wann haben Sie denn Zeit dafür? Ja, das ist ein völlig anderer, eine völlig andere Umgehensweise im Prinzip jetzt von mir zu der Richterin. Sie fragt mich, wann ich Zeit habe. Sie ordnet mir nicht an, wenn ich da kommen soll, ja, weil sie weiß, dass sie mich gar nicht erreichen kann. Zu mir kommen nur die Dinge, die ich wünsche, dass sie zu mir kommen. Und die Dinge, die zu mir kommen, die wünsche ich, weil ich für alle Menschen etwas erreichen möchte. Und Da warum wird war bei jetzt dieses eine Verfahren, von dem du gesprochen hast, einfach nur mal kurz in die Klammer, warum war ja. das jetzt eins, wo du sagst, das wäre doch ganz nett, das mal auszufechten? Wenn ich es erreichen kann, beispielsweise mit diesem Verfahren bis zum Oberlandesgericht zu bekommen und dann einen Freispruch zu erhalten, kann ich deutschlandweit Ladengeschäfte aufmachen, ohne eine Gewerbeanmeldung zu brauchen, ohne mich in der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland bewegen zu müssen. Und so, dass praktisch diese Betriebe, will ich es mal nicht nennen, sondern Zweckbetriebe eines gemeinnützigen Vereins, einer gemeinnützigen Stiftung, dann sozusagen Mittel erwirtschaften können, die dann ausschließlich unmittelbar für gemeinnützige Zwecke oder für die Erweiterung unserer Strukturen eingesetzt werden können. Das heißt also, ich bin weder steuerpflichtig noch irgendwelche anderen Dinge. Ich habe also nicht nach den Spielregeln des Systems zu spielen, sondern ich kann meine eigenen Spielregeln machen. Und Und wir diese, spielen regelmäßig nach unseren ja, eigenen Spielregeln. und diese Gewerbeanmeldung ist auch etwas, ich sag mal, das, was sich so eingebürgert und eingespielt hat, wo man aber durchaus sagen kann, ja, warum mache ich das eigentlich? Wenn man eine Also lassen sich alle Gewerbeanmeldung drauf ein, ne? beantragt, Ja. lässt Ja. man sich auf die Rechtsordnung ein Richtig. und beantragt, handeln zu dürfen. Man selber hat also gesagt, du bist für mich zuständig und ich brauche eine Genehmigung von dir. Und wenn der Mensch dann sich darauf einlässt und sagt, okay, ich begebe mich mit meinem Fleisch in diese Verwaltungsgemeinschaft hinein, bin Personal dieser Firma, dann muss ich auch nach den Firmenregeln spielen, natürlich. Ja. Wenn man sich aus dieser Firma ausklingt, muss man nach deren Spielregeln nicht spielen. Wenn man aber allein ist und in der Juristerei keine Ahnung hat, dann Ja. bekommt man regelmäßig auf den Kopf. Ich kenne sehr viele Leute, die sich da versucht haben, aber sie haben später sehr große Schwierigkeiten bekommen und haben es dann wieder leiden lassen müssen. Bei mir ist das anders. Du hast ja mehrfach in verschiedenen Bereichen die Erfahrung gemacht, dass erstaunlicherweise Vertreter dieses Systems, insbesondere auch in der Justiz, Ja. jetzt nicht gesagt haben, das ist ein irgendwie Anarchist oder Terrorist, sondern dass die angefangen haben hinzuhören Ja. und darauf einzugehen, also Das was ja eigentlich erstaunlich liegt ist. daran, dass ich, bevor ich handle, zu diesen Leuten hingehe. Nehmen wir mal als Beispiel, wie Neudeutschland entstanden ist. Da bin ich zum Finanzamt gegangen und habe mit ganzheitlichen Wege, meinem eingetragenen Verein, diese Dinge getan, wie beispielsweise ein eigenes Geld auszugeben, eine Alternative zu einer Krankenkasse zu schaffen. Habe mit diesen Dingen einfach angefangen zu handeln. Habe eine Alternative zu einer Bank geschaffen und habe es einfach getan. Ich habe weder was beantragt noch irgendjemand um Erlaubnis gefragt. Ich habe die Dinge einfach getan. Und dann haben diese Leute im Finanzamt, was man so als Amt bezeichnet, was eigentlich für mich nur eine Agentur ist, haben dann bemerkt, dass ich ja viele Dinge tue, die das Gemeinwohl fördern und nicht mein eigenes Ja. Fortkommen, ja, mein eigenes private Bereicherung war für mich nicht von Interesse. Das haben sie bemerken können. Und dann habe ich angefangen, im Prinzip zu sagen, ich möchte etwas Größeres schaffen, im Prinzip. Und wollen wir da nicht mal uns zusammensetzen und da einen Weg finden? Und dann hat man mir erstmal nicht zugehört, muss ich sagen. Dann habe ich das 2, 3 Mal versucht und dann habe ich mir gesagt, okay, dann muss ich jetzt das Gesetz zur Hilfe nehmen und da kann ich dann die Abgabenordnung zitieren und dann ist derjenige in der Beratungspflicht, der da im Finanzamt vor mir sitzt. Und dann zwinge ich ihn einfach dazu zu sagen, okay, dann würde ich jetzt sagen, Sie wollen von mir eine Steuererklärung unterschrieben. So sagt er ja.
Dann sage ich, na gut, wenn Sie unterschrieben haben wollen, sind in der Beratungspflicht, mich über 360 Steuersätze und 30.000 Steuerverordnungen aufzuklären im Prinzip, sonst kann ich meine Unterschrift darunter nicht setzen. Der Steuerberater unterschreibt es ja auch nicht. Deswegen werde ich jetzt jeden Tag um früh um 9 hier, wenn Sie offen machen, bei Ihnen auf der Matte stehen Und das 2 Jahre lang. und bis zur Mittagspause und Ja. danach, wenn wieder offen ist, komme ich wieder her. Ja. Und da es ziemlich lange dauern würde und der dann der Steuerzeitraum schon zu Ende wäre, bringe ich 20 Vereinsmitglieder mit und dann setzen wir uns in jedes Ihrer Büros zu Ihrer Öffnungszeit, zu allen Öffnungszeiten und leisten uns sämtliche Steuersätze erklären. Das ziehe ich durch. Da haben die mich gefragt, wollen Sie mich erpressen? Da habe ich gesagt, nein, ich werde Sie nicht Lesen Sie mal erpressen, Ihre eigene aber Ordnung, ich werde Aufgaben. einfach das Gesetz Ja. einfordern. Und wenn Sie das nicht tun, ist das Rechtsbeugung im Amt. Und das erfüllt Straftatbestände bis zu 5 Jahre Gefängnis, wenn Sie das vorsätzlich tun. Und das würde dann die Paragraph 127 Strafprozessordnung vorläufig Festnahme in Sicht ziehen können. Haben Sie mich erstmal angeschaut und haben dann Das war bemerkt, Ihnen ich noch nie meine es ernst. passiert, Nein, ne? natürlich nicht. Und das meine ich auch wirklich ernst. Ja. Und dann hat man sich mit mir hingesetzt und wir haben ein halbes Jahr lang verhandelt und ich muss sagen, ich war manchmal von früh um 8 bis um 1 pausenlos im Finanzamt, habe beim stellvertretenden Vorsteher gesessen und wir haben diskutiert und debattiert über die Vereinsverfassung und die Stiftungsverfassung. Und dann hatten der Vorsteher des Finanzamts abgeholt zur Mittagspause und danach war ich wieder da. Und nachdem wir ein halbes Jahr miteinander verhandelt haben, hat er auch die ganze Zeit alles, weil das sehr verantwortungsvoller Mensch war, muss ich sagen, immer alles zur Oberfinanzdirektion weitergegeben, die sich dann wohl mit dem Finanzministerium abgestimmt hat. So dass wir dann nachher zu einer Satzung gekommen sind, in der es mir gemeinnützig bescheidet wurde, einen eigenen Staat errichten zu dürfen innerhalb von Deutschland. Mir wurde also erlaubt, eigene staatliche Strukturen machen zu dürfen mit eigener Legislative, Judikative, Da hast du einen Exekutive. Stempel drunter quasi. Könnte man sagen, ich Ja. habe einen Gemeinnützigkeitsbescheid Ja. erhalten, der immer nur erstmal vorläufig ausgestellt wird. Jetzt gegenwärtig habe ich nochmal eine Erklärung abgegeben, die dann die nächsten 3 Jahre gültig sein sollte als mit Gemeinnützigkeitsbescheid. Man hat zwischendurch, nachdem man bemerkt hat, ich meine es ja wirklich ernst mit der Staatserrichtung, mal darüber nachgedacht, mir die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Und da habe ich dann eben gesagt, dass ich dann aufhören werde zu arbeiten. Da hat er mich gefragt, wieso, die können doch dann als nicht-gemeinnützige Verein auch weitermachen. Da habe ich gesagt, habe ich kein Interesse dran, sage ich. Ich mache das nicht für mich, ich mache das für Sie, habe ich gesagt. Ich möchte, dass wir eine lebenswerte Zukunft haben. Sie haben auch Kinder, Sie haben auch Enkel, müssen Haus abbezahlen, sage ich. Und wenn Sie nicht später ein völlig entrechteter Sklave sein wollen, dann wäre es doch hilfreich, dass Sie mal näher hinschauen und dass Sie mir die Gemeinnützigkeit belassen. Denn dann glauben die Menschen weiter, dass wir zusammenarbeiten. Ansonsten würden sie mir das Vertrauen entziehen und damit im Prinzip würden sie mir wirklich die Möglichkeit nehmen, alle Menschen abzuholen, wo sie sind. Ja. Und ich würde die Dinge nicht groß machen können. Also ich will mit ihnen zusammenarbeiten, ich will nicht gegen sie arbeiten müssen, habe ich gesagt. Ansonsten würde ich aufhören zu arbeiten. Da hat er mich gefragt, ganz entgeistert, sie müssen noch eine eigene Meinung haben. Da habe ich gesagt, nein, ich habe keine eigene. Ich möchte nur das Gemeinwohl fördern. Ich möchte, dass wir in Deutschland zu einem echten Staat kommen. Aus diesem Grunde mache ich die ganze Angelegenheit. Und wenn Sie mir das Vertrauen entziehen, dann werde ich warten, bis Sie sich für die Köpfe einschlagen. Dann kriegen Sie meine Telefonnummer, habe ich gesagt. Dann sitze ich so lange in Thailand am Strand. Und wenn Ihnen dann hier dahinter auf Grundeis geht, dann können Sie mich anrufen, habe ich gesagt. Dann müssen wir nochmal drüber nachdenken, hat er gesagt. Und dann habe ich eine Woche später gehört, wir erziehen Ihnen die Gemeinnützigkeit nicht. Dann hat er sich rückversichert mit der Oberfinanzdirektion. Und deswegen ist es jetzt so, dass wir immer noch Die gemeinnützig Gemeinnützigkeit tätig haben, sind ja. und trotzdem der Verfassungsschutz mich als verfassungsfeindlich eingestuft hat, weil ich ja mit meinen Aktivitäten das friedliche Zusammenleben der Völker gefährden würde. Denn ich gebe eigene zinslose Gelder aus. Ich habe eine eigene alternative Bank gemacht, die zins- und zinseszinsfrei arbeitet. Ich habe eine Ja, also wenn Gesundheitskasse ins Leben gerufen. irgendetwas das Zusammenleben der Völker gefährdet, sind Dann das ist es solche das, ja, auf jeden Fall, Aktivitäten, klar. genau, ja. Ja. Aber die Finanzagentur hat gesagt, oder der Vorsteher, wir sehen das anders, der Stellvertretende. Und wir entziehen die Gemeinnützigkeit nicht. Und so bin ich jetzt der einzigste gemeinnützige Verfassungsfeind in Deutschland. Ja. Ja. Die Gesetzgebung wurde danach auch geändert. Es ist also nicht wiederholbar, was ich gemacht habe. Das Gemeinnützigkeitsrecht wurde insofern verändert, dass jeder, der Bestrebung hätte, sich von diesem System zu lösen, oder jeder, der das friedliche Zusammenleben der Völker gefährden könnte, vorher beim Verfassungsschutz nachfragen müsste, oder das Finanzamt muss dann nachfragen, und dann würde diese Vereinigung keinen Gemeinnützigkeitsbescheid mehr erhalten können. Insofern ist das, was ich getan habe, nicht wiederholbar. Ja. Das ist aber vor dem Hintergrund des Rechtes, das es einmal gegeben hat. Natürlich kann dieses System jederzeit neues Recht machen, also in Anführungsstriche klar, Natürlich. aber an sich ein klarer Rechtsbruch, denn es ist ja einfach nur noch blanker Hohn zu sagen, jemand, der eine gemeinnützige Institution mit eigenem Geld, mit eigenem Krankenversicherungssystem aufbaut, gefährdet das friedliche Zusammenleben der Völker. Also ich meine, wer überfällt denn Libyen und sowas? Das bist ja nicht du gewesen. Also zumindest habe ich mich, Das ist korrekt. na, eben. Also insofern fragt man sich, welche Der Verfassung Grund, diese ja. Heinis eigentlich vom Verfassungsschutz dann da
Der Verfassungsschutz schützt uns davor, dass wir als deutsches Volk eine Verfassung kriegen, würde ich heute Ja, denken. Ja. das ist allerdings richtig. Und es ist eher so, dass ja in den Systemen immer Menschen stecken. Und wenn ich mit dem Menschen eine Chance habe zu reden und ich ihn abholen kann, wo er ist, wo er steht, ist es meine Aufgabe, ihn etwas weiterzuführen, sodass er Ja. immer das versteht, was ich tun möchte und er mich nicht als Bedrohung empfindet. Und ich gehe auch immer nur so weit, wie ich bemerke, das ist jetzt ist er voll. Mehr kann ich nicht machen. Dann verabschiede ich mich ganz höflich, lasse ihm 2, 3 Tage Zeit und stehe dann wieder auf der Matte. Ja. So mache ich das mit eigentlich so gut wie allen Leuten. Auch in den Verwaltungsstrukturen, wo Menschen oft stecken, die nicht so einen Horizont haben, um die Dinge zu verstehen, die ich tue, muss ich leider sagen. Aber es gibt überall in den Bundesstellen auch durchaus Leute, die eine hohe Intelligenz haben und die wirklich verstehen, was ich tue. Und dieser Aktenordner ist voll von Schriftwechseln mit Ja, obersten Bundesbehörden, ja. Ministerien, Bankenaufsicht, Bundesbank und, und. Die Bundesbank beispielsweise im August 2009 waren bei mir, haben sich mit mir 3,5 Stunden unterhalten, wie ich denn auf die Idee komme, eigenes Geld auszugeben und eine eigene Bank ins Leben zu rufen, ohne deren Erlaubnis. Ja. Dann habe ich Wieso denen das braucht man erklärt. die Erlaubnis der Bundesbank? Ja, die Bankenaufsicht, die BaFin, das ist die Ja. Institution, Banken- und Finanzdienstleistungsaufsicht, beaufsichtigt in Deutschland jede Bank, jede Versicherungsunternehmen, jeden Finanzdienstleister. Und das Und gilt auch für Freigeld wie Chiemtaler und Allgäuer? nein, für die Eben, nicht, aber für eben. eine Alternative zu den Banken gilt es Ach so, schon. Ja. da gilt es dann schon. Aber man hat dann sich informiert, was für ein Mensch bin ich, was treibt mich an, wie sind meine juristischen Kenntnisse, meine wirtschaftlichen Kenntnisse. Nachdem man sich dann versichert hat, dass ich jemand bin, der durchaus Kompetenz besitzt, hat man mir dann, ich sag mal so, etwas unter die Arme gegriffen. Und dann hat der Herr gesagt, der dann die ganze Zeit nichts gesagt hat, aber der andere hat sprechen lassen: Also, Herr Fitzek, wir dürfen Ihnen keine Rechtsberatung geben. Aber informieren Sie sich mal bei der und der Angelegenheit. Schreiben Sie sich mal das und das auf. Schreiben Sie mal auf qualifizierte Nachrangabrede. Recherchieren Sie mal, was das ist, hat er gesagt, ja. Und wenn Sie wissen, was das ist, dann rufen Sie mich mal an. Ja. Dann habe ich das natürlich getan, habe das recherchiert. Und dann haben wir miteinander ganz viel geredet. Bestimmt 2, 3 Mal die Woche haben wir miteinander manchmal stundenlang telefoniert mit der Deutschen Bundesbank. Und das hat dazu geführt, dass ich dann einen Entwurf hingeschickt habe zur Deutschen Bundesbank mit einer sogenannten Nachamtrede, die dazu da war, das Kreditwesengesetz außen vor zu lassen, die Rechtsordnung der BRD für unzuständig Zu erklären, zu ja. erklären, kann man so sagen, will. Ja, nicht nur zu erklären, sondern den Rechtsrahmen auch in der Ordnung der Bundesrepublik Deutschland so zu wählen, dass das System unzuständig wird. Und nachdem ich den Entwurf Mit dann der geschickt, Hilfe der Bundesbank. völlig korrekt, ja, Ja. mit den Mitarbeitern der Deutschen Bundesbank. Und nachdem ich dann im Prinzip den Entwurf geschickt habe, hat er dann gesagt, es reicht noch nicht aus, hat er gesagt, ja. Es wäre doch das und das noch erforderlich. Setzen Sie mal mit einem Anwalt zusammen, der vielleicht in dieser Hinsicht sein Fachgebiet hat. Dann habe ich das getan und haben wir dann gemeinsam was ausgearbeitet und habe ich es wieder hingeschickt und hat der Herr von der Bundesbank gesagt, jawohl, jetzt passt das, hat er gesagt, ja. Und dann waren die Herren ja bei mir und haben sich darüber erkundigt, über den Euro und so Sachen. Da habe ich ihnen erklärt, was mich denn antreibt, eine neue Währung ins Leben zu rufen. Was denn der Unterschied zwischen einer Währung, einem Zahlungsmittel ist. Den Unterschied kannten die Herren nicht. Die haben ja nur, was heißt nur, nicht in Anführungszeichen nur, die haben Volkswirtschaft studiert, Betriebswirtschaft studiert und die sind von der Juristerei nicht so sehr Du also lernst aber, musst vereinnahmt du zu worden. deren Ehrenrettung auch Ja. sagen, du lernst wirkliche Basissachen. Ich weiß das Ja. und wir wissen das von Bernd Senf, der ja nun Ja. selber Professor auf dem Gebiet ist und sagt, ich Ja. habe bestimmte Dinge während meines gesamten Studiums, während meiner ganzen Lehre Ja. nicht gelernt. Also man muss denen nicht immer einen Vorwurf machen. Du Nein, kriegst kann es an man auch gar nicht. Universitäten auch gar nicht mit Habe ich auch gar heutzutage. nicht gemacht. Ich habe sie genauso wieder abgeholt, wo sie sind, habe sie Schritt für Schritt dahin geführt, im Prinzip, was denn der rechtliche Hintergrund einer gesetzlichen Währung überhaupt sein muss. Dann haben die haben bei mir angefragt, ja, was ist denn die gesetzliche Währung? Dann habe ich ihnen erklärt, was eine gesetzliche Währung ist. Vorher dachten sie, dass der Euro eine gesetzliche Währung ist. Dann habe ich erstmal über den Betrug des Euros aufgeklärt, habe ihnen darüber Auskunft gegeben, dass es eigentlich nur ein Kunstgegenstand ist, der mit einem Copyright geschützt ist. Weder eine Banknote, noch gibt es einen Garanten dafür, im Prinzip, der das Recht auf Konsum gewährt, noch gibt es einen legitimierten Herausgeber, ja. Oder einen Gesetzgeber, der ein Währungsgesetz verabschieden kann. Da haben sie mich dann entgeistert gefragt, wieso, es gibt das Bundesbankgesetz. Dann habe ich ihnen gesagt, erstmal, ja, wer ist denn der legitime Gesetzgeber, der ein Bundesbankgesetz schließen kann? Und dann haben sie erstmal gar nicht verstanden, was ich meinte. Das habe ich ihnen näher erläutert und dann wurden die Menschen so hellhörig, diese Leute. Dann haben sie mich durchaus gefragt, ja, was ist denn gesetzliche Währung? Das habe ich ihnen beantwortet. Dann haben sie mich gefragt, ja, wie könnte man so eine gesetzliche Währung denn in größeren Stil in den Umlauf bringen? Habe ich ihnen dann auch beantwortet. Wir haben viele Stunden lang telefoniert, Die haben viel Schriftwechsel gelernt. geschickt hin und her, die haben sehr viel gelernt, ja. Dann haben sie mich allen Ernstes gefragt, ja, wie können wir es denn bewirken, dass die Bevölkerung diese neue gesetzliche Währung akzeptiert? Dann habe ich ihnen 16 DIN A4 Seiten Pamphlet geschickt, im Prinzip, wie das zu machen ist, um erstmal einen legitimierten Gesetzgeber zu schaffen. Und daran arbeite ich ja.
Ja, und dann sind die Herren ausgestiegen und haben gesagt, jetzt gehen wir uns zur Zentrale nach Frankfurt weiter. Und da liegt sie seitdem in der Schublade und wartet darauf, Vielleicht mal umgesetzt mal zu werden. schauen, mal umgesetzt zu werden. Ja. Ich bemerke aber, dass es ja dann die Bankenaufsicht auf die Sache aufmerksam geworden ist und dass ich da wieder auch wieder sehr hilfreiche Menschen gefunden habe, die nicht das sabotiert haben, was ich tun wollte, sondern mich wieder eher unterstützt haben. Und wir haben dann gemeinschaftlich so lange zusammengearbeitet durch viele Schriftwechsel, viele stundenlange Telefonate. Also ich glaube, 20 Stunden haben wir miteinander telefoniert, einem einzelnen Mitarbeiter schon. Das reicht gar nicht, glaube ich. Wo wir dann Lösungen gefunden haben, unsere Gesundheitskarte oder Gesundheitskasse, Neudeutsche Gesundheitskasse, womit man Ja. einfach ganz normal ins Krankenhaus auch so gehen kann mit dieser Karte, die so rechtlich auszugestalten, dass eben die Bundesrepublik Deutschland unzuständig ist für die Strukturen. Wir arbeiten also gemeinschaftlich daran, mit den Menschen des Systems die rechtliche Ausgestaltung so zu wählen, dass innerhalb der Ordnung der Bundesrepublik Deutschland etwas wachsen kann, wofür die Bundesrepublik Deutschland selber ihre eigene Unzuständigkeit erklärt, schriftlich. Das heißt, die Bankenaufsicht hat also das Engelgeld bewertet und hat sich für unzuständig erklärt. Und bei der Bei Krankenkasse der noch, ja. Gesundheitskasse ist das Gleiche, Gesundheit, ja. ja, dass sie aufsichtsfrei tätig sein kann. Bei der Kooperationskasse, unserer eigenen Alternative zu den Banken, ebenfalls. Ich hatte also eine schriftliche Bestätigung von der obersten Bundesanstalt, dass alle Dinge, die ich tue, so ausgestaltet sind, dass das System selbst unzuständig ist. Und das ist nur möglich geworden, im Prinzip durch die Zusammenarbeit mit den Ja. Menschen im System. Weil ich eben niemals ein Feindbild habe, sondern ich weiß, die Schöpfung ist in sich göttlich. Jeder hat in dem Spielfeld eine Wahl zu treffen, ob er sich in diese Richtung oder diese Richtung bewegen möchte. Ich bin nicht derjenige, der die Wahl eines Einzelnen oder auch des Kollektiven als Menschheit bewertet, sondern ich sage, ich biete nur Lösungen an, im Prinzip, die den Schöpfungsgesetzen entlehnt sind oder diesen entsprechend genau. Und so ist bei mir alles darauf ausgerichtet, auf Kooperation, dass niemand etwas verliert. Ist es vor allen Dingen auch so, wenn man das sich anschaut, auch den ganzen Prozess bei dir, dass du letztendlich diesen Leuten das Verstehen hilfst. Richtig. Das ist etwas, was ganz entscheidend ist, dass man jetzt nicht hergeht und sagt, ich habe hier Recht Ja. und entweder ihr begreift es oder wir sind im Krieg, sondern sie mit wahrlich Engelsgeduld Ja. dahin zu führen, diese Dinge zu begreifen. Und wenn man jetzt mal sich auf die andere Seite stellt, die Nutznießer, die also bei dir in der Gemeinschaft mitmachen und Nutznießer sind, sie haben hier eine Gesundheitskasse, die absolut vergleichbar ist mit dem, was man so standardmäßig als Mit Krankenversicherung einem bezahlt. Unterschied vielleicht. Ja, mit einem wichtigen, genau. Richtig. Also, um die Bundesrepublik Deutschland draußen zu halten, musste ich also formulieren, dass wir keinen Rechtsanspruch gewähren auf Sach- und Unterstützungsleistungen. Wir sind also eine Unterstützungskasse, die keinen Rechtsanspruch gewährt. Aber da wir eigene staatliche Strukturen machen können, haben wir natürlich auch einen eigenen Schiedsgericht. Das wird anerkannt und als Ersatzgerichtsbarkeit anerkannt. Das heißt also, ich darf im Hauptvertrag das rechtliche Gehör gewähren vor unserem eigenen Schiedsgericht. Und in der Nebenabrede darf ich eben keinen Rechtsanspruch auf Unterstützungsleistung gewähren. Und das ist nur so rechtlich ausgestaltet, damit im Prinzip ich tätig sein kann und die Bundesrepublik Deutschland für meine Tätigkeiten unzuständig wird und ich trotzdem auf Umwegen sozusagen einen Rechtsanspruch gewähren kann. Die Krankenkassen können selbst entscheiden, ob sie dann ihre Mitglieder entlassen in unsere Gesundheitskasse oder auch nicht. Und wenn Plan A nicht funktioniert, dann gehen wir in Plan B oder Plan C. Und es gibt manche Leute, die sagen dann, okay, das Gesetz beispielsweise im Versicherungsvertragsgesetz, da Paragraph 193, jede Person mit Wohnsitz im Inland ist verpflichtet, bei einem Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen, mal kurz zur Fassung, eine Krankenversicherung zu haben, ja. Abzuschließen, Und genau. wenn man diesen Wohnsitz nicht hat, dann kommt man natürlich sofort aus der Krankenversicherungspflicht raus. Das heißt also, derjenige kann sich einfach mal kurz bei seinem Wohnsitz abmelden. Und sagt, ich ziehe mal nach Frankreich oder in die Schweiz oder was auch immer, das habe ich ähnlich gemacht. Ja. Und schickt dann die Kündigung mit seiner Abmeldebestätigung im Prinzip zu seiner Krankenversicherung und hat gleichzeitig vorher schon Aufnahme ersucht in unserer Gesundheitskasse. Also geht dann nahtlos über Muss quasi nahtlos für den übergehen, Menschen, natürlich, ja. genau. Und dann geht das nahtlos über und dann kann die Krankenversicherung ihn entlassen und genügt dem Gesetz. Ja. Auf andere Art haben manche Krankenkassen Schwierigkeiten. Ich muss so sagen, das ist auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter sehr verschieden. Es gibt manche Krankenkassen, die haben drei entlassen und zwei nicht oder wie auch immer. Ja, das ist ganz unterschiedlich, Ja. je nachdem, an wen man gelangt. Und es werden auch leichter die entlassen, die vorher schon mal belastet waren mit irgendwelchen Krankheiten, wo man denn die nicht gerne loswerden möchte. Aber es ist kein Problem. Wir nehmen die gerne auf zu 20% niedrigeren Beiträgen, weil wir bieten kostenlose Gesundheitsseminare an.
die sie senden, Seminare führen dazu, dass die Menschen chronisch gesund werden und uns keine Kosten mehr machen. Deswegen heißt das auch Gesundheitskasse und nicht Richtig, Krankenkasse, ganz genau. was ja, wo ja eine Menge Wahrheit dahinter Ja. steckt. Die Krankenkasse ist ja Bestandteil eines Systems, was den Menschen zwar daran hindert zu sterben, aber auch daran hindert, gesund zu sein. Richtig. Er muss ja in dieser Schwebe sein, denn das ist er, dann ist er der Dauerpatient der Pharmaindustrie. So hätte man ihn gern, ja. So hat man ihn gern. Ja, natürlich. Und in dem Moment, wo ihr den Menschen beibringt, was man im Gesundheitsbereich anders tun Ja. kann, sparst du natürlich automatisch auch Kosten ein und Ja. hilfst den Menschen auch noch gesundheitlich. Richtig. Also ich muss sagen, wir haben ja unsere Statistiken veröffentlicht und natürlich hat auch die Bankenaufsicht diese Statistiken gesehen. Natürlich sehen auch Krankenkassenmitarbeiter diese Statistiken. Und die sehen, dass wir trotzdem, wir 20 bis 25% weniger Einnahmen haben, wir im Jahr 2009 nur 7,8% wieder ausgegeben haben für die Gesundheitsdienstleistungen. Und im Jahr 2010 waren es nicht mal 16% knapp, weil wir da auch Großschadensfälle hatten. Also Autounfall, Ja. Knochen gebrochen, was weiß ich, muss zusammengepflegt werden, Physiotherapie, ein halbes Jahr lang krank und so eine Sachen, ja. Aber das waren ja trotzdem niemals so, dass wir mehr Ausgaben als Einnahmen hatten. Und alle Überschüsse werden bei uns wieder für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt. Also wir erweitern unsere Strukturen. Wir wachsen gegenwärtig mit einer Exponentialkurve. Ich habe bestimmt 80 Bewerbungen da und bin gerade dabei, Räumlichkeiten auszubauen, sodass wir noch viel, viel mehr Menschen bei Ja. uns aufnehmen können, um neue Strukturen zu bauen, die alle selber wählen können, wann sie wollen sie aus dem System vollkommen aussteigen. Und niemand, der bei mir arbeitet, hat einen Arbeitsvertrag, bezahlt Lohnsteuer, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherungsbeiträge, die Und da werden kommt voll auch arbeiten. niemand, der das Da einfordert kommt bei niemand, dir? der das einfordert. Nein, Ja. im Prinzip, ich sorge für den Schutz der Leute. Ich muss sagen, es gibt natürlich auch im System Leute, die, ich sag mal so, nur so denken, ja, und die Dinge nicht verstehen, die ich tue. Die sitzen meistens in kleineren, in Stadtverwaltungen beispielsweise oder in mittleren Bereichen, in irgendwelchen Institutionen. Aber ich bin dann sehr rigoros, was die Durchsetzung des Rechts betrifft und habe auch schon Vollstreckungsbeamte selbst festgenommen. Das heißt also, wenn jemand beispielsweise ein Konto bei uns mal gepfändet hat und das aufgrund von Bußgeldbescheiden, die weder unterschrieben sind noch sonst irgendwas, dann kläre ich denjenigen darüber auf, dass diese Bußgeldbescheide keine Rechtskraft haben können, bringe dann beispielsweise Dinge was mit wie das hier, was beispielsweise vom Landgericht Frankfurt-Oder ein Beschluss, der festlegt, dass alle Dinge, die nicht unterschrieben sind, nur Entwürfe sind, Leseabschriften und keine Rechtskraft entfalten können und auf diese Dinge brauche ich ja nicht reagieren. Ja. Dann kläre ich die Menschen darüber auf und wenn sie diese Dinge und diese Handlungen dann nicht zurücknehmen im Prinzip nach der Belehrung, dass das, was sie tun, nicht rechtmäßig ist, dann haben sie sich daran zu halten. Und wenn sie das nicht tun im Prinzip, weil sie das so gewöhnt sind, dass das ja immer so gemacht wird, ne, Machen sich dann faktisch strafbar. machen sie faktisch strafbar, das Ja. verstehen sie aber nicht, das wissen sie auch nicht. Und dann erkläre ich ihnen einfach, dass sie jetzt die Polizei zu rufen haben, weil ich gerne ihre ladungsfähige Anschrift haben möchte. Und dazu gehört Name, also Familienname eigentlich normalerweise, aber Name und Familienname sind ein Unterschied. Familienname ist die natürliche Ja. Person, der Name ist die juristische Person. Und dazu gehört auch die Wohnanschrift, dazu gehört die Staatsangehörigkeit und auch noch andere Dinge. Nach Polizeigesetz, Paragraph 14, wenn ich mich nicht irre. Und nachdem ich denjenigen dann belehrt habe und die Person dann diese Polizei weder gerufen hat, noch mir ihre ladungsfähige Anschrift mitgeteilt habe, habe ich sie dann so hart am Arm gepackt, dass sie dann Blutergüsse hatte beispielsweise, ja. Und ein Dreivierteljahr später klagt man mich dann an wegen Körperverletzung. Ist auch in Ordnung, freue ich mich natürlich drüber. Weil jetzt im Prinzip ein Gericht feststellen muss, und das ist jetzt beim Landgericht gerade Ob das anhängig, rechtens ist, was ob der das rechtens ist, ja, sozusagen genau. jemanden vorliegend festzunehmen, wenn er vorsätzlich Rechtsbeugung im Amt macht im Prinzip und nicht rechtsfähige Bescheide versucht zu vollstrecken oder vollstreckt. Ja. Ist auch der Versuch schon strafbar. Und insofern habe ich das Gefühl mittlerweile, dass das Gericht in die Richtung tendiert, mir in dieser Hinsicht recht zu geben. Das würde natürlich heißen, dass ich meine neue deutsche Garde, so heißt unsere eigene Polizei bei uns im neuen Deutschland, damit legitimieren kann und rechtlich schulen kann, dass wenn jemand in unsere Rechtssphäre eingreift, Sich zu ungerechtfertigt wehren, eingreift, ja. wie wir uns der Sache dann durchaus auch rechtlich sauber widersetzen können, nach bundesrepublikanischem Recht. Denn Paragraph 127 Strafprozessordnung sagt, wird jemand nach frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen. Und das heißt, man kann denjenigen 24 Stunden festsetzen, seine eigene Privatwohnung, wenn er sich der Verhaftung widersetzt, dann kann man ihn, also der vorläufigen Festnahme widersetzt, nicht Verhaftung, dann darf man ihn getrost auf den Boden werfen, ihn fixieren sozusagen, ja, und entweder warten, bis die Polizei kommt oder ihm auch fesseln, wenn man das sein muss, im Prinzip, und in einer Privatwohnung verwahren. Soweit lässt das bundesrepublikanische Sie Gesetz setzt es das zu, zu, ja. ja, es zu sozusagen, dieser Sache Einhalt zu gebieten, ja. Streng nach Den bundesrepublikanischen Paragraphen Vorschriften, ja. Strafgesetzbuch. Natürlich, man muss denjenigen praktisch über die vorläufige Festnahme belehren. Das habe ich alles ordnungsgemäß gemacht, ja.
Und ich muss sagen, ich bin ja kein unbescholtener Bürger in der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe ja schon eine Menge Vorstrafen, weil ich mache ja andauernd solche Aktionen, ja. Wie beispielsweise hier wieder so eine Sache, wo ich beispielsweise vor 2 Jahren mit eigenen Kennzeichen gefahren bin. Die sahen dann so aus hier, ja. Und da hat man mich dann gefragt, ja, wie kommen Sie denn dazu, mit eigenen Kennzeichen zu fahren? Kein Stempel, kein Nichts, gar Hoheitszeichen, nichts drauf, keine ja. ASO, kein TÜV, Nichts, ja, gar Gottes nicht. Willen. Ja, und da kommt dann die Polizei und dann erkläre ich ihnen, ja, ich habe doch gemeinnützig bescheinigt, einen Staat machen zu dürfen und der hat doch natürlich auch eigene Kennzeichen auszugeben, so eine Sache. Das ist doch ganz logisch, voll nachvollziehbar. Ja, dann schnarre ich den anderen Paragrafen um die Ohren noch und dann lassen die Polizisten mich fahren. Aber als es dann dunkel wurde, sind sie auf dem Privatpark, was sie schlichen, als es dann dunkel wurde und haben dann die Kennzeichen heimlich abgeschraubt. Die meisten Polizisten haben sich nicht getraut. Einer war so mutig, hat sich dann getraut, hat er dann noch stolz mir gegenüber zugegeben. Ja, und dann kommt es dann zum Verfahren wegen Kennzeichenmissbrauch. Man beschlagnahmt dann die Kennzeichen erstmal. Und da bin ich in der ersten Instanz im Prinzip dann verurteilt worden zu 4 Monaten Gefängnisstrafe mit auf 3 Jahre Bewährung. Und Wegen eines falschen Kennzeichens. wegen Kennzeichenmissbrauch so Also, genannt. Aber ja. Kennzeichenmissbrauch ist es nicht. Denn Kennzeichenmissbrauch ist, wenn man Kennzeichen herstellt, die den Anschein amtlicher Kennzeichnung hervorrufen. Oder Kennzeichen, die man hat verdeckt, beseitigt, verändert und so weiter und so fort. Ja. Und noch andere Dinge im Prinzip. Das ist Paragraph 22 Straßenverkehrsgesetz. Aber ich habe die Kennzeichen so hergestellt, dass sie nicht verwechslungsfähig sind. Völlig klar, Ja. ja. Und Da ist nichts von der EU drauf. beim Landgericht hat man das mittlerweile auch erkannt und hat dann die Bewährungsstrafe zurückgenommen und auch jetzt gesagt, okay. Wir halten es aber noch eventuell verwechslungsfähig mit ausländischen Kennzeichen. Und das wusste ich schon, deswegen habe ich zu der Richterin dann in dem Landgerichtsprozess schon die neuen Kennzeichen hochgehalten und habe ihr gezeigt, also die neuen Kennzeichen werden dann nicht so aussehen, die werden dann so aussehen. Für Deutschland habe ich ihr dann gezeigt, ja. Dass du Und nicht mehr irgendein dass es nicht ausländischen mehr mit ausländischen Kennzeichen verwechslungsfähig ist. Ja. Dann bin ich wieder zum Landkreis gegangen und habe den Fachbereichsleiter aufgesucht, habe ihm Anträge auf den Tisch gelegt, dass er die Inaugenscheinnahme doch hier vornehmen soll, dass er als Gutachter, doch als Fachbereichsleiter des Ordnungsamtes und des Straßenverkehrsamtes doch dafür sorgen könne, mal zu bewerten, ob er die denn noch immer noch verwechslungsfähig mit ausländischen Kennzeichen hält. Und dann habe ich die schriftliche Bestätigung bekommen, dass er die nicht verwechslungsfähig hält, weder mit inländischen noch mit ausländischen Kennzeichen. Und jetzt haben die Richter natürlich ein Problem. Und wenn ich jetzt beim Oberlandesgericht dann einen Freispruch bekomme, dann war ich schon bei unserem Polizeichef gewesen und habe dann gesagt, ja, wenn ich einen Oberlandesgerichtsbeschluss sah, hat er gesagt, dann kann ich ihm den unter die Nase halten und dann kann ich mit meinem eigenen Kennzeichen fahren. Und dann trifft mich weder ein Bußgeldbescheid noch Kfz-Steuer oder irgendwelche anderen Dinge im Prinzip. Und dann, ich bin ja derjenige, der nur noch darüber weiß, wer fährt jetzt mit diesem Kfz innerhalb unserer Ordnung. Und in einem Landgerichtsprozess war es dann so, dass ich ja so impertinent war, diese Kennzeichen der Richterin gleich zu zeigen. Ich habe ihr dann noch die mit grau und mit reflektierender Folie gezeigt und dann habe ich gesagt, welche wollen Sie denn? Ne? Ja, und dann hat sie dann bei der Urteilsfindung meinem Wunsch entsprochen, mich zu verurteilen, denn es würde mir nichts nutzen, dort beim Landgericht freigesprochen zu werden. Da hätte ich einen netten Zweizeiler, der nützt mir gar nichts. Der nutzt mir vielleicht was, aber der nutzt im Allgemeinen wohl nichts. Denn dann könnte ich immer noch nicht mit eigenen Kennzeichen wedeln, weil ich keinen Oberlandesgerichtsbeschluss habe. Insofern ersuche ich dann Das immer. ist der Schlüssel dann, um Richtig. den Ich Schritt ersuche gehen zu können. Ja, Also ja. immer um Verurteilung in der ersten Instanz, um Verurteilung in der zweiten Instanz. Habe auch gestern wieder gesagt, dass ich zwar einen Freispruch beantrage, aber auch gleichzeitig beantrage, mein Antragsgesuch zu ignorieren und mich doch zu verurteilen. Ja, sage ich dann, weil es nutzt mir nichts ein Amtsgerichtsbeschluss oder ein Landgerichtsbeschluss, sondern nur ein Oberlandesgerichtsbeschluss nutzt im Allgemeinen wohl etwas. Das haben die Richter auch mittlerweile verstanden und entsprechend dann meinen Wünschen, sage ich mal so. Und wenn ich dann beim OLG Freispruch kriege, was zu erwarten ist, denn das Landgericht hat absichtlich vielleicht so viele Fehler reingemacht, dass ich in der Revision auf jeden Fall Erfolg haben werde. Es sei denn, man macht schwere Rechtsbeugung. Das wird aber wieder zur Festnahme der Richter führen durch mich. Ja. Ja. Und die wissen auch, dass ich das durchziehe. Und ich habe ja auch beispielsweise in der Neudeutschen Garde etwa 2000 Samboker hinter mir. Der Präsident des Sambo-Verbandes ist der Josef Barth. Der hat, ich sag mal so, der war mal Dritter der Weltmeisterschaften im Sambo und viele andere Aber Sambokas. die Das ist eine können auch bestimmte Kampfkunst. Dinge Die durchsetzen können auch dann. gewisse Dinge durchsetzen. Ja. Ja, die anderen Polizisten bei mir, die waren selber Ausbilder für die Polizei. Beispielsweise einer, der bei mir in der Neudeutschen Garde ist, der hat früher das Sondereinsatzkommando in Magdeburg, die Polizisten ausgebildet im Nahkampf. Die sind bei mir Mitglieder unserer Neudeutschen Garde und die setzen das Recht dann schon durch und um. Das Ja. Erstaunliche ist, man hat ja fast den Eindruck, wenn man so die verschiedenen Schritte und die verschiedenen Erfolge, die du erreichst, Revue passieren lässt, als ob das die in dem System, dieses System tragenden, mental dabei Die sind, wollen das. sich zu verabschieden von dem System. Die warten auf das Volk
Und ich habe gerade wieder erst einen Artikel von der Taz, gerade Gericht, wo der Herr Voskuhle als oberster Bundesverfassungsrichter dazu aufruft und sagt, eine Verfassung zu beschließen, auf welche Art auch immer die geschieht, ist dem deutschen Volke vorbehalten im Prinzip, ja. Und wir können mit der EU nicht mitmachen. Wir könnten, müssten das Grundgesetz außer Kraft setzen und eine neue Verfassung ins Leben rufen. Ansonsten können wir bei dem Spiel hier nicht mitmachen. Man weiß also genau, was gespielt wird. Und man spielt mir mittlerweile, denke ich, sehr gute Bälle zu, indem ich also, wie gesagt, überall höre von der Bankenaufsicht, von der Bundesbank hier, dieser ganze Ordner ist eigentlich voll von Schriftwechseln mit Bundesbank, BaFin. Es gibt die ganze Zeit nur Gesundheitsministerium, was weiß ich nicht alles, ja. Und das heißt dann beispielsweise hier, als Beispiel, auf der Grundlage des von Ihnen übersandten Musters des sogenannten Antrags zur Mitgliedschaft in der deutschen Gesundheitskasse ist mir eine Erlaubnispflicht derzeit nicht ersichtlich. So heißt das denn also beispielsweise. Und solche die schriftlichen Bestätigungen bekomme ich, wie gesagt, in fast allen Dingen, die ich tue mittlerweile. Und da ich weiß, dass die Ministerien selbst nichts entscheiden können, sondern der Einzige, der in der Bundesrepublik Deutschland etwas zu entscheiden hat, sind die Gerichte. Also musste ich immer bei allen Dingen, die ich tue, Gerichtsverfahren provozieren, um dann bis zum Oberlandesgericht zu gehen, im Prinzip, um dann einen Freispruch durchzusetzen, dann diesen Beschluss nehmen zu können, zu den Institutionen der Bundesrepublik Deutschland zu gehen und sagen, hier ist das Gericht, ist zu der Ansicht gekommen, dass die Dinge, wie ich sie tue, rechtmäßig sind, auch in ihrer Ordnung. Und jetzt müssen Sie mich also dann mit eigenen Kennzeichen fahren lassen in dem Fall. Oder ich kann halt die Leute, wenn es dann soweit kommt, und sie vorläufig festnehmen, wenn sie beispielsweise nicht unterschriebene Bescheide durchsetzen und. Oder beispielsweise auch also Kennzeichen, die Körperverletzung, Sachen wie in der Legitimierung unserer Garde oder jetzt, wo das Verfahren gestern geführt wurde, wegen dem eigenen Wegen des Ladengesetz, wo Ladens, zwei Jahren ohne Werbeanmeldung offen ist, ja. Wo ich natürlich die Stadtverwaltung bitten, weil ich so einen Hals kriege, muss ich sagen, ja. Der Leiter des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung hat gestern gesagt, ich mache den Laden zu, hat er gesagt. Ich muss nochmal nachgucken, ob ich da noch warten muss bis zum OLG, ja. Und ich sage noch, Herr Bielich, wenn Sie das zumachen, wenn Sie, sobald Sie von der Tür raus sind, sage ich, mache ich Ihr Siegel wieder auf und mache den Laden wieder auf, sage ich, ja. Kann ich mir kein Problem mit, können Sie doch ruhig machen, sage ich, ja. Es wird keine Polizei bei Ihnen noch Vollzugshilfe leisten, sage ich, ja. Das habe ich mit der Polizei schon abgeklärt. Das wird der wahrscheinlich auch selber wissen inzwischen, ne? Also mittlerweile inzwischen, sage ich mal, also das kommt es bei denen auch an, dass ich eben, wie gesagt, das Recht rigoros durchsetze auch, das deutsche Recht. Und ich auch sehr gute Kenntnisse im Recht, im Rechtsbereich habe. Die Richterin beispielsweise hat gestern im Verfahren meine Akte ja auch vorliegen gehabt und die ist ja sehr dick. Und da habe ich dann, sag mal, auch nachgefragt, was denn für die Unterlagen bei ihr in der Akte sind. Dann hat sie gewisse Unterlagen noch nicht gehabt, beispielsweise meine Personenstandsänderungsanzeige, die Zusatzinformationen zur Erklärung zum veränderten Personenstand. Die Abmeldung beispielsweise, die hat sie, die weiß sie. Das ist auch der Amtsgerichtsdirektor, der vorher war, der Dr. Kriewitz, der wusste das. Und der hat auch mal zu mir wörtlich gesagt, Herr Fitzek, ich bin Teil des Systems, ich muss Sie verurteilen. Ja. Oder von anderen Richtern höre ich, wir haben hier eine repräsentative Demokratie. Also das Volk darf einmal wählen alle 4 Jahre und dann Ist die Stimme fort, sind ja. die, ist die, ist, haben sie in eine Wahlurne gegeben und damit ihre Stimme beerdigt. Ja, und das ist ganz klar, das sagt der Name ja schon. Ja, aber das steht im Grundgesetz ja ganz anders. Und da sich die Rechtsordnung BRD schon völlig aufgelöst hat, denn das habe ich der Richterin auch nochmal zu Bewusstsein geführt und das wissen sie auch mittlerweile. Ja. Sie wissen, dass im Prinzip das Bundesverfassungsgericht die Auflage gegeben hatte an den Bundestag, bis zum 30.06. ein neues Wahlgesetz zu verabschieden. Dem ist man nicht nachgekommen. Insofern sind alle Wahlen ohnehin illegitim, die jetzt nochmal geschehen sollten. Was an sich die Obwohl das auch Herrschenden auch Teil ist, wissen, das wissen wir auch. Das ist ja seit Jahren der Fall. Ja. Es wird nur immer offensichtlicher. Auch für jeden Richter wird es offensichtlicher. Die Richterin hat die gesamte Personenstandsänderungsanzeige im Prinzip, also diese Änderung, durchgelesen, hat sich fast eine halbe Stunde Zeit gelassen, im Gerichtssaal im Prinzip vor allen Leuten im Prinzip diese Dinge durchzulesen, ja, bevor sie dann weiter verfahren ist mit der Angelegenheit. Ich habe ihr erklärt, sie ist eine natürliche Person, dass ich nicht mehr Teil ihrer Ordnung bin. Und sagt sie zu mir auch, Herr Fitzek, ich kann Sie ja nicht mehr laden. Was machen wir denn da jetzt? Ja. Also ich spiele nur mit denen, wenn ich spielen möchte. Ja. Auch die Bankenaufsicht beispielsweise hat mir mal einen 35.000 € Bußgeldbescheid geschickt, weil ich ihren Informationen ihnen nicht gegeben habe. Da schreibt mein Büro dann an Sie zurück, immer, dass Sie auch nicht die Möglichkeit haben, mir einen Bußgeldbescheid zuzustellen. Und Sie, ich als natürliche Person bin für Sie nicht erreichbar. Ich bin nicht mehr Teil der Verwaltung, wo Sie, für die Sie tätig sind. Das ist vor Monaten geschehen. Im Prinzip, da gibt es dann keine Reaktion mehr drauf. Und ich bin auch nicht erreichbar, wenn ich es nicht sein will. Du hast angesprochen und ihr habt ja inzwischen aus dem Geldsystem euch auch verabschiedet. Vielleicht da auch nochmal ein Satz. Was ist der Unterschied des Engelgelds im Vergleich zu, ja, man muss es jetzt mit dem Euro oder irgendeiner anderen Währung. Können wir den Euro ja mal gern vergleichen. Ja.
Der Euro wird emittiert durch Verschuldung. Das heißt also, jemand stellt eine Kreditanfrage, bekommt dann dieses Schuldgeld und steht dann in der Pflicht, es zurückzuzahlen oder nach den Bedingungen des Herausgebers des Geldes zu spielen. Das ist im Prinzip legitim, deswegen geschieht es auch. Ja. Und der Mensch kann wählen, an dieser Sache teilzuhaben oder auch nicht. Es gibt ja auch die gesetzliche Möglichkeit, in Deutschland gibt es 60 Regionalgeldinitiativen, eigenes Geld herauszugeben. Nun ist die Ausgabe des Engelgeldes ein Unterschied zu allen anderen Regionalgeldinitiativen, weil wir Engelgeld nur ausgeben, wenn ein Substanzwert geschaffen wird damit, der wiederum einen Mehrwert erzeugen kann, beispielsweise eine Fabrikanlage, eine Industrieanlage oder ein Ladengeschäft, was Mehrwert generieren kann, sodass also immer viel mehr an Sachwerten da ist, der konsumiert werden kann, der Sachwert, Also dem als Geld steht Geld. immer etwas Reales Richtig, immer gegenüber. was gegenüber. Und es ist meistens so, dass wir also gegenwärtig etwa eine zehnfache Werteüberdeckung haben. Das heißt also, alle Scheine, die im Umlauf sind, könnten bei uns als Gemeinschaft zu einer Forderung ruhig werden, ohne Probleme. Und es würde bei uns kaum auffallen, dass etwas fehlt. So viele Sachwerte haben wir geschaffen durch die Tätigkeiten, die wir unternehmen. Also das krasse Gegenteil Ist quasi jenseits zum eines bestehenden Zinsgeldes, Fiat-Money-System, ja. wo wir also heute, ich sag mal jetzt nicht nur den Euro, sondern weltweit ja etwa das 16-fache des Weltbruttosozialproduktes als Geld um den Erdball schwirren haben. Also das ist weit, weit abgehoben von jeglicher Realität an Werten. Richtig. Und da sehe ich dieses Problem ganz genauso und gehe einfach ins Gegenteil und arbeite mit dem göttlichen Prinzip. Gott stellt allen Wesen auch alle Energie, die er hat, und Luft zum Atmen und kostenfrei zur Verfügung im Prinzip. Warum soll man dafür bezahlen? Unser Geldsystem funktioniert so, dass niemand sich verschuldet. Wenn jemand bei uns als Unternehmer tätig sein will, dann stellt er bei mir eine Anfrage und sagt, okay, wenn ich in der Tischlerei möchte und ich bin gelernter Tischler, ich kann das gut, dann sage ich mir, na, wir haben Bedarf an Türen, an Fenstern, warum denn nicht? Wir wollen Qualität, wir wollen nicht diesen billig Ramsch hier, den man überall kriegen kann von Ikea oder was auch immer, woher, ja, dieses Presszeug. Ja, wir wollen Qualitätsware. Natürlich, also was braucht es für eine Tischlerei? Dann sagt er, das und das und das braucht es. Dann sage ich, okay, Geld in der Kooperationskasse ist da. Lass uns eine Tischlerei einrichten. Ja. Und so suchen wir immer selber die Qualität dessen aus, was wir wünschen. Wir wollen kein Billigzeugs, sondern wir wollen Nachhaltigkeit. Wir wollen Stabilität im Geldsystem als auch in den Sachwerten. Ja, und wir wollen, dass die Natur geschont wird, dass die Ressourcen geschont werden. Und aus diesem Grund mache ich beispielsweise auch diese Kennzeichenangelegenheit. Denn wir haben ja jetzt vor, Industrieanlagen aufzubauen, wo wir aus altem Müll, aus alten Autoreifen beispielsweise, Diesel, Energie. Benzin, Paraffin, Quatsch, nicht Paraffin, Petroleum und auch andere Sachen herstellen wollen. Da habe ich hier so ein paar Sachen mal mitgebracht. Beispielsweise, genau, Altreifen in Kohlenstoff und Öl. Da gibt's, haben wir da, habe ich vor ein paar Tagen, ich glaube vorgestern oder vor 3 Tagen erst den zweitgrößten auf der Welt Reifenhändler besucht im Prinzip, der gerne seinen Betrieb in Neudeutschland hinein transferieren möchte, um aus dem alten System völlig auszusteigen. Ich mache auch Seminare, wie man aus dem System sich völlig lösen kann. Ja. Und es Mit geht auch einer ja. neuen Technologie dann. Richtig. Und diese Technologie ist so neu, dass wir sagen können, wir können aus altem Müll, also Pyrolyse ist nicht so neu, aber auf diese Art, also auf diese einfache Art umzusetzen, diese Erfindung im Prinzip, das ist schon neu. Viele haben sich daran versucht und meistens muss der Reifen ganz klein geschreddert werden. Das Verfahren, was wir haben, da kann man den Reifen mit Felge reinschmeißen, völlig egal. Und im Niedrigtemperaturbereich, der Stahl ist danach wieder super weiterverwertbar, wird nicht ausgeglüht und nichts. Können wir dann also aus den alten Autoreifen Kohlenstoff herstellen, reinen Kohlenstoff und auch wieder ein Öl, was dann raffiniert werden kann und zu Diesel, Benzin und also Petroleum und Schweröl verarbeitet werden kann. Aus Müll Aus faktisch. Müll faktisch. Also wir können die Systemprobleme des alten lösen. Und können dann den Sprit natürlich ohne Mehrwertsteuer, ohne Mineralsteuer, natürlich nur an unsere Mitglieder mit unseren eigenen Kennzeichen vergeben. Denn sonst würde ich aber mit dem alten System eine rechtliche Verbindung herstellen. Und dann würde die Mineralsteuerindustrie beispielsweise die Möglichkeit haben, vielleicht juristisch mich angreifbar zu machen, wäre ich dann vielleicht. Oder ich müsste Mineralsteuer und Mehrwertsteuer bezahlen im alten Klar. System. Aber durch meine eigenen Kennzeichen, mit der eigenen Kraftstoffherstellung im Prinzip, ist es dann so, dass ich aus dem System völlig raus bin. Und wer möchte das nicht? Ja. Wir haben jetzt seit gestern den ersten Tag eine Telefonakquise betrieben, wo wir sagen, wir machen jetzt ein Callcenter auf, rufen Unternehmen an, Speditionen, Busunternehmen, um ihnen zum Vorzugspreis von 1,20 € Kraftstoff liefern zu können, wenn sie Mitglieder in unserem Verein werden. Ja. Und ich interagiere nur mit Mitgliedern und nicht mit Außenstehenden. Ja. Und dadurch ist es so, dass wir einen geschützten Rechtsrahmen haben, wir mittlerweile etwa 1.300, 1.500 Mitglieder haben. Und wir werden täglich mehr, muss ich sagen. Ja, es gibt manche Tage 20 Anträge bei uns auf Mitgliedschaft. Und wo wir jetzt die Messe gemacht haben, danach sind hunderte Anträge gekommen danach, muss ich sagen. Ja, also
Meine Mitarbeiter standen Kopf. Stichwort Messe. Ja. Das, was man bei der Messe beobachten konnte, waren, ja, ich sag mal, im Technologiebereich Lösungen, von denen man weiß, A, dass sie im Standard klassischen System unterdrückt und niedergemacht werden, überhaupt erst gar nicht zur Kenntnis genommen werden. Und B, das hat man dort wirklich auch gesehen und wurde unter Beweis gestellt, die funktionieren. Natürlich. Wir haben dann durch einen Tesla-Turm aufgestellt im Ja. Prinzip und nur aufgrund eines Potentialunterschiedes im Prinzip mit einfachsten Methoden aus scheinbar nichts Energie und Strom erzeugt, natürlich. Oder wir haben aufgezeigt im Prinzip, wie man Elemententransmutation macht. Also es war schon fast Ja. Alchemie, Kann man was so da sagen, ja, gezeigt wurde. natürlich. Also die Ja. Alchemisten im Mittelalter hätten große Augen gekriegt, Völlig wenn sie das richtig, ja. gesehen hätten. Oder wie man beispielsweise aus dem Müll dann Diesel und Benzin Ja. herstellt. Oder wie man beispielsweise aus Grünabfälle und was weiß ich hier, Biomüll, aus Klärschlamm Kohle herstellt. Oder wenn das Verfahren etwas abgewandelt wird und nur kurzzeitig betrieben wird, die Anlage, dann wird der beste Flüssigdinger draus, den man sich nur vorstellen kann. Also sämtliche Mineralien im Prinzip und Vitalstoffe der Pflanze werden dann verflüssigt. Und die Dinge, die fest werden, im Prinzip sind als Brennstoff geeignet. Sondern fortschrittlichen Technologien haben wir auch gezeigt. Ich habe auch die Industriehallen mittlerweile gekauft dafür. Das sind so etwa 6000 Quadratmeter Halle, 20 Meter hoch mit Kranbahnen drum und dran, wo wir dann diese Pyrolyseanlagen aufstellen wollen. Was wir aber erst dann tun können, wenn Menschen eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung muss heißen, dass sie ihre Finanzmittel, die sie bis jetzt in ihrem Leben erarbeitet haben, von der Dresdner Bank, Sparkasse, Deutsche Bank abholen und zu uns auf die Kooperationskasse schaffen. Wir dann mit diesen Geldern diese Anlagen ins Leben rufen, um dann zu sagen, die Menschen erwerben ein Genussrecht. Sie kommen also in den Genuss, wenn sie beispielsweise 20.000 Euro anlegen bei uns, kommen sie in den Genuss von 20.000 Liter Kraftstoff zum Preis von 1,20. Und der gehört ihnen dann. Sie können natürlich auch, wenn sie 20.000 Liter Kraftstoff nicht brauchen, uns den Auftrag geben, den Kraftstoff dann für sie zu veräußern. Und damit beispielsweise eine Rendite zu erwirtschaften, die im System gegenwärtig gar nicht da ist. Ohne dass man Zins Ohne braucht. dass man einen Zins Ja. braucht. Und ohne dass ich einen Kredit aufnehmen muss beim herkömmlichen System. Menschen treffen einfach nur eine Entscheidung. Und ich habe gerade heute mit einer Anlegerin auf dem Weg hierher gesprochen, die 300.000 Euro bei uns angelegt hat. Und dieses Geld beispielsweise von solchen Menschen erlaubt mir überhaupt erst tätig zu sein. Und deswegen ist das alles vollkommen in Ordnung, denn ich biete immer nur etwas an. Und ich bin auf die Menschen des Systems, die im System stecken, angewiesen, dass sie eine Entscheidung treffen. Sie können wählen, im Hamsterrad zu laufen, oder sie können wählen, selbst, ich sag mal Bei so, Lösungen sich mitzumachen. Ja, daraus ja, zurückzuziehen, ja. um Strukturen mit zu erschaffen, die ihnen eine Alternative, eine echte Alternative anbieten, wo ein juristischer Rahmen da ist, der sicher ist, wo ein finanzieller Rahmen da ist, der sicher ist, wo eine Wertschöpfung betrieben wird im Prinzip und nicht Fiat Money gemacht wird, wo Nachhaltigkeit existiert und Dinge produziert werden, die jeder braucht. Ja. Wir haben natürlich auch noch viel fortschrittliche Technologien, die das gegenwärtige System völlig zum Einsturz bringen würden. Aber die Zeit ist noch nicht reif dafür, um diese Dinge im größeren Stil der Menschheit kundzutun. Wir haben dort erstmal nur ausgestellt, wo ich weiß, dass das gegenwärtige System damit einigermaßen leben kann. Wir könnten diesen Kraftstoff, den wir selber herstellen aus Müll, auch noch dreifach strecken. Da gibt es eine Mischkugel, das ist ganz einfach. Eine Kugel, unten packt man eine Hyper-B-Kehle ran im Prinzip. Eine bestimmte Form wird gewählt, bestimmte Drücke werden gewählt. Da kommt Wasser rein und Öl oder Diesel beispielsweise. Man kann drei Teile Wasser an einen Teil Dieselkraftstoff ranhängen. Und diese Emulsion verbrennt ganz genauso, als ob es reiner Diesel wäre. Man kann ein Auto mit betreiben, im Prinzip damit fahren, ganz genauso. Dann Dann geht der nimmt Preis noch mal da runter. geht der Preis nochmal 25% runter Ja, im Prinzip klar. der Kosten. Ja, man kann damit ein Blockheizkraftwerk betreiben, können Strom herstellen für 2, 3 Cent die Kilowattstunde und ihn ausschließlich an Mitglieder verkaufen. Was anderes würde ich auch nicht machen. Ich kann da privatrechtliche Verträge mit den Netzbetreibern machen, im Prinzip, um die Durchleitung des Stroms, der ist hier gesetzlich geregelt, im Prinzip zu gewährleisten, zu jedem Mitglied innerhalb unserer Gemeinschaft, egal wo in Deutschland oder wo auch immer der angesiedelt ist. Ja, das kann ich auf jeden Fall aufgrund der bestehenden Gesetzeslage machen. Ich empfinde die Gesetze, die existieren, nicht als schlecht. Ich empfinde sie so, dass wir diese beiden Polaritätsrichtungen haben, Ja. wo jeder Mensch wählen kann, die Möglichkeiten der Gestaltung da sind. Und denn ich kann ja auch gestalten im Prinzip. Ich lese einfach die Gesetze. Und die Richter lernen von mir unglaublich viel. Ich kenne ja auch Richter im Privaten. Und die sagen mir immer, oder auch Rechtsanwälte, wie du mit dem Recht umgehst, das haben wir nie gelernt. Das können wir gar nicht. Wir können gar nicht so denken, sagen die zu mir, ja. Das ist beneidens- und bewundernswert, sagen die mir zu mir, Aber ja. sie geben es wenigstens zu. Natürlich. Und Wenn unterstützen mich. du jetzt den Blick in die Zukunft richtest, Ja. Ihr seid eine wachsende Gruppe, die sich quasi als Staat im Staate, also aus der Staatlichkeit der BRD herausgezogen hat. Aus der Firmen.
Aus der Firma, ja, okay. Aus der Firma BRD. Gut. Das Artikel 123 des Grundgesetzes sagt wörtlich, der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets ein. Der Bund ist also ein Verwaltungsorgan einer Firma. Ja. Im Internet habe ich veröffentlicht, das würde heute so weit führen, im Prinzip, wie das sich herleitet. Da braucht man einfach nur mal die Zusatzinformationen zur Erklärung zum veränderten Personenstand lesen. Da weiß man, wie wir zu diesem Status, ein Personal zu werden, uns unsere Bürgerrechte zu entledigen, gekommen sind im Prinzip. Und nur noch Untertanen, also im rechtlichen, juristischen betrachtet, Sachen sind in einer Verwaltung. Und wir haben ja auch mit durchaus mit dem 146er den Ausweg, der deutlich macht. Den Auftrag. Nicht nur den Ausweg, sondern den klaren Auftrag, eigentlich dieses ganze rechtliche System, so wie es da ist, zur Seite zu schieben und dann sich selbst als Volk eine eigene Verfassung zu geben. Völlig korrekt. Diesen Auftrag gibt es seit 1949. Der ist also, wenn man so sagen könnte, irgendwie so ein bisschen überfällig. Das ist er. Ja. Ich muss aber sagen, ich finde es sehr sinnvoll, dass es bis jetzt noch nicht passiert ist. Denn wir hätten sonst einfach nur ein neues Etikett an alte Systemstrukturen geheftet. Es braucht eigentlich völlig neue Ordnung und Struktur erstmal. Also ein Gesundheitswesen, was an der Gesundheit von Menschen interessiert. Ja. Ein Geldwesen, was allen Menschen dient, wo niemand sich verschulden muss, ja, und in Abhängigkeiten gerät. Oder beispielsweise ein Energiewesen im Prinzip, was allen fast nahezu kostenfrei zur Verfügung stehen kann. Ein Verkehrs- und Transportwesen, wo Nahverkehr kostenfrei ist und so eine Dinge, ja, und Fernverkehr fast sehr kostengünstig ist. Wenn all diese Dinge nicht geschaffen wurden und diese Dinge nicht finanziert werden durch ein ganzheitliches, geschlossenes System, wäre es viel zu früh, eine Verfassung ins Leben zu rufen. Und ich bemühe mich ja auch, ich schreibe ja schon seit langer Zeit an einem Verfassungsangebot, sage ich es mal so, was die Menschen natürlich wählen können, wenn sie es wollen. Wenn sie dieses Angebot im Prinzip lesen würden, dann wäre es toll. Denn es ist so, dass bei uns in Neudeutschland oder im neuen Deutschland später nur der ein Wahlrecht erhält, der auch weiß, was er wählt. Ich muss mal sagen, in der Bundesrepublik Deutschland haben etwa vielleicht 1% aller Deutschen überhaupt das Grundgesetz gelesen. Sie kennen die Rahmenbedingungen also, in denen diese Gesellschaft funktioniert, kennen sie überhaupt nicht. Ja. Da wissen sie, wenn sie es lesen würden, dass es eben nur ein Verwaltungsorgan einer Firma ist. Dann wüssten sie im Prinzip, dass der Bundesminister eben nur einen Geschäftsbereich leitet, dass es immer nur um eine Geschäftsordnung und nicht eine Regierungsordnung geht. Ja. Dann wüssten sie, dass sie nur Untertanen sind, eigentlich alle Rechte beraubt, aber sie selber können sich ja wieder in ihre Rechte einsetzen. Einsetzen, ja. Natürlich. Diesen Auftrag hat das deutsche Volk nun mal, ja, muss ich mal sagen. Oder die deutschen Völker. Das wird dann natürlich heißen, dass die Menschen anfangen, sich mit Juristerei zu beschäftigen. Das müssten sie erstmal tun. Und das wird in der BRD wirklich auch massiv unterstützt, dass die Menschen sich mit dem Bereich des Rechts auseinandersetzen. Beispielsweise mit Hilfe des OWIGs, des Ordnungswidrigkeitsgesetzes, wo jeder weiß, kein Geltungsbereich und, ja, diese Sachen, wo man erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen. Das ist ja sehr interessant, ne? Und man weiß ja auch, wenn man ein bisschen so Hintertritte kriegt, dann bewegt man sich, ne? Ja. Wenn man sich unrecht behandelt fühlt, dann guckt man genauer hin, ne? Wenn es einem zu gut geht, dann bewegt man sich da oft gar nicht, ja? Und insofern begreife ich das System einfach als eine Unterstützung. Eine pädagogische Maßnahme zu mehr Eigenverantwortung, ja. Und ich muss mal sagen, Frau Merkel hat immer den Satz geprägt, wir unterstützen die Starken, damit dann den Schwachen geholfen werden kann. Das ist nicht ganz so abwegig, ja. Natürlich ist jeder Mensch ja auch in der Eigenverantwortung und Gedanke schafft Realität, das wissen viele Menschen. Wenn das aber so ist, warum begreift man sich nicht als Teil eines größeren Ganzen, gibt sein Ego auf und stellt sich in den Dienst an eine Gemeinschaft? Und wenn ich Regionalgesetzinitiativen sehe, es gibt 60 Stück, die einigen sich überhaupt nicht. Es würde wundervoll sein, wir könnten ein neues Geldsystem haben, in dem wir einfach sagen, wir nehmen nicht mehr den Euro, wir nehmen den Engel beispielsweise. Oder wir schaffen gemeinschaftlich die neue deutsche Mark. Damit habe ich mit der Bundesbank schon debattiert darüber. Und auch ich war mit der Bundesdruckerei mich in Verbindung gesetzt, aber die fangen erst an beim Auftragsvolumen, was sechsstellig ist. Und es gibt auch Interessenten, die durchaus daran Interesse haben, die D-Mark wieder ins Leben zu rufen. Ja. Es braucht aber erstmal einen rechtlichen, juristischen Rahmen dafür, einen neuen. Ja. Und daran arbeite ich gegenwärtig, in Verbindung mit obersten Bundesbehörden. Also eine spannende Perspektive und ein Nukleus, und ich glaube, das ist auch der besondere Verdienst deiner Tätigkeit, ein Nukleus dessen, was mal sein könnte. Ja. Und es liegt an uns allen, jetzt zu sagen, findet man nett oder wir finden es so hervorragend, dass wir sagen, wir machen bei so einer Geschichte mit. Richtig. Ich sage, das braucht es unbedingt. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön. Man könnte bei dem Thema noch sehr lang und sehr breit, vor allen Dingen in die einzelnen Facetten eingehen. Wir können ja vielleicht noch 5 Minuten machen. Schaffen wir das? Das Band ist zu Ende. Okay.
Insofern ein herzliches Dankeschön Danke für auch. dein Kommen, auch für den Einblick in die unterschiedlichen Facetten dessen, was ihr schon auf die Schiene gebracht habt, wie Danke. umfassend das ist. Und ich konnte mich bei der Messe davon überzeugen, dass es in der Tat also eine Messe war, wo man wirklich Innovationen, wo man wirklich Zukunftsperspektiven sehen konnte. Ich habe viele Messen in meinem Leben gesehen, aber das war eine kleine Messe, aber sie war inhaltlich in einer Weise, ich sage, nur Respekt. Danke, Also viel danke. Auch Erfolg, danke für lieber die Peter. Einladung. Liebe Zuschauer, für das Interesse ein herzliches Dankeschön. www.neudeutschland.org ist die Internetseite. Dort gibt es eine Menge zu lesen. Es gibt eine Menge an Informationen, insbesondere sei auf die Seminarveranstaltungen hingewiesen, bei denen rechtliche und sonstige Informationen zur Verfügung gestellt werden. Seht euch das an, sehen Sie sich das an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist einer jener Hoffnungsschimmer in der BRD, aber auch eben darüber im Zweifelsfalle hinaus. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament.